Aaron and I, we're going to read excerpts from the first four chapters of the novel Die Sonne scheint uns, and I will start from the beginning. Erstes Kapitel, Glas. Die Sonne scheint uns, wir sitzen in der einstigen Cafeteria in der obersten Etage des fraglichen Bauwerks. Wir haben unsere fünf Stühle an die Südseite gerückt und blinzeln an gegen das Mittagslicht dieses strahlenden Märztags. Fenster mag ich die starre Verglasung des 10. Stockwerks nicht nennen, obwohl Aluminiumstreben die Aussicht gleichmäßig zergliedern. Unser Blick geht über den alten Salzhafen, eine blindarmartige Ausbeulung des großen Flusses. Hier, kurz vor seiner Mündung, verteilt sich das Wasser auf die tief gebackerte Fahrrinne des Hauptlaufs und auf ein knappes Dutzend Nebenarme. Seit langem kanalisiert, fingern sie doch unverändert, naturhaft gekrümmt, gleich den Tentakeln eines Kopffüßlers dem deutschen Meer der Nordsee entgegen. Das Haus, dem wir unsere Aussicht verdanken, steht nah am Ufer. Über zwei Zeilen Lagerhäuser blicken wir auf das strömungslose Grau des Hafenbeckens und auf die Landzunge, die sich zwischen ihm und dem Fluss erstreckt. Seit Menschengedenken gehört dieses auf drei Seiten von Wasser umgebene Gelände der chemischen Industrie. Ich habe keine Ahnung, was dort zurzeit produziert wird. Vielleicht weiß es einer der anderen. Aber ich spüre wenig Neigung, sie zu fragen. Mir und meinen vier Beisitzern sollen die duftig weißen, über den beiden höchsten silbrigen Schloten ins Lindgrüne spielenden Rauchfahnen als Ausweis eines regen synthetischen Lebens genügen. Das alte Viertel, das sich auf unserer Seite an die Krümmung des Salzhafens schmiegt, ist niedrig bebaut. Selbst die Lagerhäuser am Kai bringen es nur auf drei Stockwerke. Mein Apotheker, der greise Hugo Heinlein, in einer dieser Straßen aufgewachsen, behauptete einmal, allein seiner Geducktheit verdanke das Viertel, dass es den Krieg fast schadlos überstanden habe. Auch das finale Bombardement, fünf perfekt verzahnte angloamerikanische Tag- und Nachtangriffe, ein Meilenstein in der Geschichte des Luftkriegs, habe die kümmerlichen Carrés am Salzhafen in einer halb mitleidigen, halb verächtlichen Geste ausgespart. Bloß von einer Handvoll verirrter Sprengbomben, von einem einzigen Phosphorbehälter, seien die hässlichen Backsteinbauten getroffen worden, in denen damals Handwerk, Gewerbe und Familien den Raum bis in den letzten Hinterhofwinkel nutzten. Für mich, den Zugezogenen, verstieg sich der alte Eingeborene zu dem Witz, am Salzhafen habe man nach jenen die Stadt verheerenden Schlägen nur ein paar Kaninchenställe neu zusammennageln müssen. Wir warten auf den Chef, wir nippen an fünf verschiedenen Getränken, wir warten, ohne uns gegenseitig ein Wort zu gönnen, auf Gabor Schiffra, unseren Brötchengeber. Wir sind Kollegen auf Zeit und vielleicht, wer weiß, bin ich Gabor Schiffras Buchhalter. Gut könnten die anderen vier dies von mir denken, denn ich halte, seit wir beisammen sind, ein schmales Buch unter den rechten Arm geklemmt. Sitzend muss ich in dieser Pose einen komischen Anblick bieten. Jeder vernünftige Mensch hätte das Büchlein auf den Tisch gelegt oder, falls ihm etwas an ihm besonders schützenswert erschiene, auf seinen Schenkeln deponiert. Mir aber bleibt das Selbstverständliche verwehrt. Zwei von uns haben nun doch in ein Gespräch gefunden. Kein Wunder, dass es vor dem riesigen Kühlschrank geschehen ist. Mit seinem Brummen hat das betagte Gerät bereits unserem Schweigen einen vermittelnden Grundton gegeben. In größeren Abständen wird der mannshohe Kasten von einem epileptischen Rütteln befallen, als ob Kompressor und Pumpe gleich zur Ruhe kommen wollten. Aber dann setzt nach einem leisen, zarten, fast lüsternen Schlürfen das normale Betriebsgeräusch wieder ein. An der Kühlschranktür hängt ein Flaschenöffner, ein vernutztes, den Kronkorken schlecht greifendes Ding.
Der Ärger darüber hat den beiden die Zungen gelöst. Ich habe meinen Stuhl ein klein wenig gedreht, um sie beobachten zu können. Ich lausche ihrem Gespräch mit verhohlener Neugier, und den zwei mit mir am Fenster verbliebenen Kollegen ergeht es gewiss nicht anders. Eine üppige Unterweite, wie aus dem Bilderbuch des Weiblichen, hat hingegen der Kollege schräg vor mir. Sein Körper wirkt wie aus mehreren Früchten, alle im Stadium der Überreife zusammengesetzt. Selbst sein Schädel hat etwas Pflanzliches, lang und kleinohrig geht er in einen feisten Hals über, von hinten ähneln Kopf und Nacken einem schwarz behaarten, plumpen Stiel, dem die Rumpfsegmente und Glieder pflaumig, birnen- oder gurkenförmig anhängen. Dieser hüftschwere, seltsam alterslos wirkende Kerl bevorzugt wie unsere Kollegin ein farbloses Getränk. Zumindest in dieser Hinsicht hat mich das lange Warten sachkundig gemacht. Die Grausilbrige trinkt einen Mineralbrunnen ohne Kohlensäure, ein sogenanntes stilles Wasser. Der Pflaumenweiche hat sich soeben sein drittes Fitnessgetränk geholt. Es ist in neuartige Getränkedosen abgefüllt. Jedenfalls habe ich, der ich nicht auf der Höhe des Konsums bin, solche Dosen noch nie gesehen. Deckel und Boden sind offenbar aus dem üblichen Stahlblech gefertigt, aber das Mittelstück, der Zylindermantel, besteht aus einem transparenten Kunststoff, der sich vom Patschhändchen des Dicken knicken lässt, um dann knackend, fast quakend in seine alte Form zurückzuspringen. Jetzt trinkt er, und erneut kommt mir bekannt vor, wie er sich den langen Zügen hingibt, wie dem letzten Schlucken ein Lippenschmatzen und ein heftiges Flattern der gesenkten Lider folgen. Herr Gábor Szifra hat uns die Ehre gegeben. Nach 2 Stunden Warten hörten wir den Aufzug, den auch wir benutzt hatten. Die Kabine, die verheißungsvoll lauter werdend ihren Weg nahm, fuhr nicht bis ganz nach oben durch, sondern hielt auf der 9., vielleicht sogar schon auf der 8. Etage. In ein und derselben Unvernunft starrten wir alle hinüber zum Lift, als könnte Herr Schiffer das fehlende Stück an den Stahlseilen hochklettern, als sprenge er jeden Augenblick in akrobatischer Manier durch die sich öffnenden Türen aus dem hohlen Schacht zu uns hinaus. Obwohl lange nichts geschah, wagten wir keinen Laut, aber unsere Teamfrau hatte ihre Flasche umgestoßen und das Abtropfen des Vergossenen über die Tischkante, das nervöse Ping, Ping, mit dem das Mineralwasser auf das PVC prallte, war unserem Gaffen peinlich angemessen. Der Chef überraschte uns anders, simpler, aber nicht weniger spektakulär. Die Mauer links der Aufzugtür ist auf etwa 5 Metern mit braunen Packpapierbahnen verkleidet. Vermutlich hat man noch Malerarbeiten geplant und diesen Abschnitt vor Farbspritzern schützen wollen. Das starke Papier zerriss mit scharfem Knall, und durch die Treppenhaustür, deren eisernes Blatt die Verkleidung aufschwingend zerfetzt hatte, betrat Gábor Szifra die Cafeteria. Für uns war Gábor Szifra in ein gewagt schimmerndes Taubenblau gekleidet. Vor seinem hageren Altmännerhals blitzte eine Fliege im Licht der Frühlingssonne. Absolut starr stand dieser Kragenschmuck unter dem im Rhythmus seiner Rede auf- und abschwingenden Kinn, doch es dauerte eine Weile, bis ich, in Lauschen und Anschauung befangen, begriff, dass die Fliege aus Glas bestand, gewiss aus einem hochwertigen Glas, das nicht gepresst oder gegossen, sondern vom Atem eines Bläsers in seine propellerartige Form getrieben worden war. Unser Chef hielt uns eine lange, keinen Zwischenruf duldende Ansprache. Zum ersten Mal hörten wir, welchem Objekt unsere Suche gelten sollte. Und obwohl sich niemand auf der Grundlage des Gesagten vorstellen konnte, wie denn die Sonne, die wir zu finden hatten, eigentlich aussah, wagte keiner, mit einer Frage nachzuhaken.